Yeshua T 6.3 XL. Das erste Zelt, das wir euch zeigen, kostet ungefähr $150. Für dieses Geld erhält man einen vollwertigen Wohnraum für bis zu 6 Personen. Die Kapazität ist jedoch bei weitem nicht das einzige wichtige Merkmal. Menschen, die gerne in der Natur sind, müssen meistens einen Mangel an persönlichem Raum in Kauf nehmen. Man muss mit den Mitreisenden auf engstem Raum schlafen. Das Yeshua T 6.3 XL Zelt löst dieses Problem, da es in 3 separate Räume unterteilt ist. So können Campingbegeisterte eine Portion Privatsphäre genießen. Das Zelt besteht aus einem starken, zweilagigen, widerstandsfähigen Stoff. Sein Gewicht beträgt 25 Kilogramm. In den Schlafräumen beträgt die Höhe 140 cm. In der gemeinsamen Zone kann man leicht aufstehen, da die Höhe ganze 210 cm beträgt. Im Vergleich zu anderen Zelten ist das Yeshua T 6.3 XL sehr geräumig. Die Gesamtfläche beträgt 10,5 Quadratmeter. Crua Modus. Menschen, die nach maximalem Komfort streben, haben oft Schwierigkeiten beim Camping. Zum Glück wurde Crua Modus erfunden. Dies ist ein Schlafsystem, das die üblichen Einschränkungen vergessen lässt. Das Besondere an Crua Modus ist die Vielseitigkeit im Einsatz. So kann das Produkt auf verschiedenste Weisen verwendet werden. Aufblasbar ist ein wichtiges Stichwort bei Crua Modus, denn erst durch diese Funktion ist das Produkt nicht nur kompakt, sondern auch wirklich schnell einsatzbereit. So hat man die Möglichkeit, einfach auf einer aufblasbaren Matratze zu chillen, ohne aber direkt ein ganzes Zelt aufzubauen. Möchte man sich nicht vor Regen schützen, sondern das ganze Konstrukt in ein Sommerzelt verwandeln, so nimmt man einfach die äußere Schicht des Zeltes ab und schon ist lediglich ein Mückenschutz vorhanden. Crua Modus lässt sich auch nur als eine Art Windschutz aufstellen oder eine Art Vorzelt, so kann man zwar nicht darin schlafen, aber das Zelt bietet auf diese Weise genug Platz für gleich 2 Personen, zumindest im Sitzen. Umgebaut ist das Zelt dann innerhalb von wenigen Sekunden bzw. wenigen Handgriffen. Man kann auch 2 Zelte miteinander verbinden und erhält somit ein großes Zelt für mehrere Personen. Und das Wichtigste, das Zelt passt in eine kleine Hülle mit 75 x 22 cm. Das Zelt wiegt weniger als 4 Kilogramm und kostet ab $200 aufwärts. Nesty. Für alle, die nicht neben Insekten und anderen Tierchen schlafen wollten, gibt es eine Alternative. Dies ist ein Zelt, das sich auf dem Dach des Autos befindet. Nesty vom US-Startup Reform Life nimmt in Transportzustand fast keinen Platz ein. Der Hersteller gibt an, dass es im Durchschnitt 10 cm schmaler und 60 cm kürzer ist als ähnliche Modelle. Das aufklappbare Zelt bietet einen komfortablen Wohnraum für 2 Personen. Im Inneren befindet sich eine eingebaute Beleuchtung. Die Panoramafenster sorgen für eine 360-Grad-Aussicht. In der Decke befindet sich eine Öffnung, sodass man nachts den Sternenhimmel genießen kann. Zahlreiche Taschen zum Aufbewahren von Dingen und Geräten sind ebenfalls von Vorteil. Bottom Nesty ist mit vielen Haken ausgestattet, mit denen man beispielsweise einen Rucksack einhängen oder einen Badeanzug trocknen kann. Nesty kann ein Gewicht von bis zu 300 Kilogramm aushalten, der genaue Wert hängt jedoch vom Fahrzeug ab. Die Kosten für das Zelt beginnen bei $1250. Temok. Das nächste Zelt wurde von einem Team kreiert, das leidenschaftlich gerne reist und campt.
Experten von Lit Outdoors entspannen sich so gern in einer Hängematte, dass sie inspiriert wurden, ihr eigenes Produkt zu kreieren. Temok kombiniert das Beste aus Hängematte und Zelt. Es ist optimal vor Kälte, schlechtem Wetter, Insekten und Zelten geschützt. Die Hängematte kann auch separat verwendet werden. In zusammengebautem Zustand passt Temok zusammen mit Rahmen und Sicherheitsnetzen in eine Tasche. Siesta 4. Moderne Zelte, egal wie raffiniert und cool sie auch wirken, haben einen entscheidenden Nachteil. Sie speichern Wärme, damit der Mensch nachts nicht friert. Unmittelbar nach Sonnenaufgang heizen sich die Zelte jedoch zu stark auf, wodurch man sich im Inneren wie in einem Ofen fühlt. Beim Siesta 4 von Outback Logic handelt es sich auf den ersten Blick um ein gewöhnliches Zelt für 4 Personen mit 2 Eingängen und Vorraum. Das verborgene Highlight ist der effektive Wärmeschutz. In die silberglänzende Außenplane ist eine metallische Schicht eingezogen, die als Sonnenblocker dient. Gegenüber vergleichbaren Zelten erreicht das Siesta eine bis zu 17 Grad Celsius geringere Temperatur im Inneren. Damit ist es ideal für Touren durch heiße Regionen. Der Preis für das Zelt beträgt $315. Für einen Ventilator muss man zusätzlich $40 ausgeben. Craft. Nun, diese Erfindung wird bestimmt Menschen ansprechen, die gerne Kajak fahren. Warum ein Zelt und ein Kajak mitnehmen, wenn man beide Dinge kombinieren kann? Es muss genau diese Frage gewesen sein, die sich die Entwickler von Craft irgendwann gestellt haben. Es ist quasi ein Floß mit Zeltdach. Das System besteht aus einem Zelt und einem Floß, außerdem ist das Zelt abnehmbar. Die Struktur wiegt weniger als 6 Kilogramm. Das Floß ist aufblasbar, der Vorgang dauert nicht länger als ein paar Minuten. Das Craft-Zelt kann zum Nachtcampieren an Land oder als Sonnenschirm mit offenen Türen auf dem Wasser verwendet werden. Da das Zelt eine freistehende Kuppel ist, kann es auch ohne Floß aufgestellt werden. Es ist so kompakt, dass es auch in einen kleinen Kinderrucksack passt. Der Kauf kostet $770. Mollusk Nano 2. Das letzte Zelt für heute kann laut Hersteller das gewohnte Camping-Erlebnis nachhaltig verändern. Mollusk Nano 2 ist langlebig und zuverlässig. Die Innenfläche beträgt 9 Quadratmeter. Dies bedeutet, dass 3 Personen hineinpassen. Wenn es sich um sehr enge Freunde handelt, steigt die Anzahl auf 4. Der obere Teil des Mollusk Nano 2 lässt sich leicht zurückschieben, sodass Touristen einen herrlichen Panoramablick genießen können. Darüber hinaus könnt ihr mit dieser Funktion das Zelt abkühlen, wenn die Sonne scheint und das Zelt sich erwärmt. Der Aufbau dauert 15 Minuten. Eine weitere Besonderheit ist, dass man mit Mollusk Nano 2 gleichzeitig ein kleines Solarmodul kauft. Es sammelt tagsüber Energie, damit es abends und nachts im Zelt hell wird. Der Preis für den Mollusk Nano 2 beträgt ungefähr $370. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.